Ich erinnere an zwei Nächte im Mai, wo man das Double schlussendlich gefeiert hat. Man ist bis in Achtelfinale von der Champions League gekommen. Warum trennen Sie sich jetzt von dem Trainer Heiko Vogel, der doch so erfolgreich war in letzter Zeit? Der Grund ist, dass wir jetzt im Oktober der Meinung sind, dass die Entwicklung der Mannschaft nicht dem entspricht, wo wir erwarten, wo unsere Anhängerschaft erwartet und dass die Ziele, die wir uns gesetzt haben, derzeit gefährdet sind. Und dass wir ein bisschen divergierende Meinungen haben darüber hatten, auch, wie wir da die Trendwende hinbekommen. Man kann immer noch Meister und Cupsieger werden und in der Europa League können wir allenfalls sehr weit kommen. Warum sind denn die Ziele jetzt gefördert? Das hat eine Analyse ergeben, die wir unter uns gemacht haben, unter Einbezug von vielen Menschen, die in diesem Club mitarbeiten, die noch an der Mannschaft sind, weniger noch, die aus Distanz anschauen. Und wir sind alle uns einig gewesen, dass wir aktuell nicht ganz auf dem richtigen Weg sind, dass wir die Kurve kriegen müssen und haben das nicht wirklich abhängig machen vom einen oder anderen Resultat. Das entspricht auch jetzt dem, wie wir auch früher Entscheid gefällt haben, einmal positive Entscheid, wo wir auch gesagt haben, das machen wir jetzt nicht davon abhängig, dass wir heute so oben gewonnen haben. Den Entscheid haben wir jetzt auch nicht von einem Resultat abhängig machen. Können Sie ein Wort zu diesen Differenzen sagen? Da ist es nicht darum gegangen, ob Platz 3 oder Platz 4 zum jetzigen Zeitpunkt der richtige ist, sondern es ist um andere Sachen gegangen. Ja, es ist richtig, wie ich gesagt habe, es ist eher darum gegangen, was müssen wir machen, wie müssen wir uns verhalten, was gibt es zu ändern, um den negativen Trend, den wir alle ein bisschen festgestellt haben, können zu wenden. Und über den Inhalt der Differenzen, da ist klar, da tun wir jetzt nicht nach außen irgendwie posaunen, wer was gefunden hat, weil das würde jetzt auch nicht richtig sein, weil ja der Heiko Vogel nicht da sitzt. Und es ist auch etwas, was man intern bespricht und wir sagen jetzt der Öffentlichkeit, dass wir uns nicht einig sind und das ist der Grund, warum wir uns auch entschieden haben, unter anderem den Vertrag aufzuheben. Geht es auch um Leidenschaft, die jetzt der neue Trainer, der Murat Yakin, neu gegeben in der Mannschaft, die vielleicht nicht mehr da war? Ja, wobei natürlich die Leidenschaft auch bis zu einem gewissen Grad man muss voraussetzen von einem Fußballprofi, wenn er beim FC Basel spielt oder auch sonst nehmen. Aber es ist schon so, die gesamte Mannschaft im Kollektiv erwarten wir schon vielleicht noch ein Spürchen mehr Biss und vielleicht ist es der Impuls, den es momentan jetzt halt braucht, dass der Murat Yakin jetzt das Trainingscoaching übernimmt und dieser Mannschaft nochmal den Spirit gibt, den sie braucht, weil auch der FC Basel gewinnt kein Spiel ohne hundertprozentige Leidenschaft. Neue Biss erwarten Sie. Was erwarten Sie denn sonst vom neuen Trainer? Ich erwarte von ihm, dass er akribisch arbeitet. Ich habe ihn erlebt, schon mehrmals, seit er Trainer ist, auch schon als Spieler habe ich ihn erlebt. Da bin ich auch schon in der Clubleitung gewesen. Und er war als Trainer von Anfang an extrem akribisch gewesen, vielleicht auch ein bisschen durch die Schule von Christian Gross gegangen, dass er also sehr akribisch seine Arbeit verrichtet, sorgfältig, mit grossem Einsatz, halt ein bisschen fußballverrückt ist und das auch übertreibt und auch die Ansprüche letztlich weitergeht, die er an sich selbst stellt. Wie glücklich sind Sie mit dem Zeitpunkt von dem ganzen Wechsel jetzt während der Nazi-Pause und in einer Zeit, wo man könnte sagen, es läuft nicht wahnsinnig rund, aber es ist noch gar nicht verloren? Ich bin weder mit dem Zeitpunkt noch mit dem Entscheid in dem Sinn glücklich. Das kann man nicht sein, wenn man so einen Entscheid muss fehlen. Aber man kann den Zeitpunkt dann auch nicht wählen. Man muss den Zeitpunkt letztlich geben durch den Moment, wo man überzeugt ist. Und zwar nicht irgendwie in seinem eigenen Interesse, sondern im Interesse vom Club, dass man jetzt den Entscheid muss fehlen. Und wir sind gemeinsam alle einmütig zum Entschluss gekommen, dass der Zeitpunkt jetzt gekommen ist. Und dann haben wir nicht noch darauf wählen können, ob uns passt oder nicht.